Ab heute ist die neue deutsche Hitserie Irgendwas mit Medien in der ARD Mediathek zu sehen und wir haben die beiden Schöpfer zu Gast. Hohe Prominenz bei uns im Fred Carpet Studio jetzt bei Was mit Film. Oh Gott, Antje, wir werden ganz, ganz rot. Das war spontan ausgedacht. Ja, ihr werdet ganz überrascht sein, wieso denn Gäste? Mirko ist doch, wir haben noch nur einen Gast. Haha. Hey. Es ist aber tatsächlich so, dass die beiden Leute hinter Irgendwas mit Medien heute da sind. Genau. Denn Mirko, du hast halt einfach mal eine Serie gemacht, während du nicht gerade hier warst. Deshalb musste Schröck dich ja zeitweise im Sommer vertreten. Jetzt haben wir das Ganze mal aufgedröselt. Und du hast eine Serie gedreht, die, wie gesagt, ab heute, dem 14. April in der ARD-Mediathek erhältlich ist. Ihr habt gerade schon gesagt, ihr wisst nicht so ganz, wie da die Zuständigkeiten sind, weil es ist eine MDR-Mockumentary, laut Presseberichten. Das müsst ihr mal erklären. Heißt MDR-Mockumentary, sie wurde vom MDR produziert, oder ist es eine Mockumentary auf den MDR? Ah, stimmt. So habe ich es noch nie gesehen. Dass man das denken könnte. Ja. Oh, das ist nicht gut. Nee, aber jetzt bin ich gespannt, weil ich kann das nicht. Nee, die Antwort ist, glaube ich, ganz einfach. Ne? Es ist eine Auftragsproduktion vom MDR, ausgeführt durch die UFA. Erscheinend in Zusammenarbeit der mit der ARD Kultur. In der ARD-Mediathek. Kommt es ausschließlich in die Mediathek oder ist es auch im Free-TV erhältlich? Ist noch nicht ganz sicher. Ist aber, vom Erfolg abhängig? Nee, aber irgendwelche, also wir wissen noch nicht genau wann, aber ich glaube, es ist geplant. Genau. Okay. Ja. Mediathek ist ja auf jeden Fall for free, das heißt, man auf muss absolut Fall. Nichts tun, richtig. Außer es anklicken, um es sehen zu können. Das stimmt. Gestern war Premiere, wie war sie? Gut. Ihr müsst dazu wissen, dass wir jetzt Mitte März haben und die Premiere entsprechend am 13. April, einen Tag vor Veröffentlichung, stattfindet. Das Fred Carpet-Geheimnis ist gelüftet nach all den Jahren. Ja, genau. Das ist nicht live. Genau. Sorry. Wir gehen jetzt aber mal chronologisch vor. Ich habe ja, dadurch, dass wir ja zusammen was mit Film machen, immer nur so, eigentlich immer nur mitbekommen, die Serie hat immer nur damit zu tun gehabt, dass du nicht kannst. Nur da bin ich immer damit in Verbindung, in Berührung gekommen. Und jetzt darfst du mal erzählen, was du gemacht hast oder was ihr gemacht habt, als du nicht konntest, als ich hier bei Was mit Film auf dich warten musste. Was hast du dann gemacht in der Zeit? Also in dieser Was mit Film-Zeit haben wir wahrscheinlich entweder gedreht oder geschnitten, aber das Projekt ist schon sehr viel älter, denn wir haben wann genau angefangen? 2019 ungefähr. Ach so, haben wir unseren Piloten geschrieben, ja. Also wir haben für diese Mockumentary haben wir die Drehbücher ungefähr schon 2017, würde ich sagen, geschrieben, oder? Ja, ja. Aus genau. Spaß? Aus oder? Spaß, okay. Genau, parallel zum Studium irgendwie. Und genau, es geht um zwei Studierende, die in Medienkunst studieren. Und in dieser Bubble spielt irgendwie die ganze Serie. Und weil wir das selber studiert haben, haben wir gedacht, irgendwie, das finden wir irgendwie ganz lustig, das kennen auch nicht so viele, das muss man nach außen tragen. Und das war ungefähr 2017. Und 2019 haben wir dann auch einen Pilot gedreht. Und jetzt, nach viel Zeit und hin und her etc., sind wir dann am Ende wirklich bei der Umsetzung gelandet. Und das war jetzt 2022. Und da war Mirko dann wahrscheinlich auch nicht hier, wenn wir gedreht haben. Genau. Habt ihr den Piloten mit oder ohne Hilfe von, keine Ahnung, UFA oder wie auch immer? Gedreht oder war der noch auf eigene Kosten, hätte ich was gesagt? Teils, ne? Also eigene Kosten und auch die Thüringer Staatskanzlei hat damals ein bisschen was dazugegeben, genau. Also das Warum? Ist die haben so eine Kulturförderung, da kann man sich bewerben und da waren wir ganz froh, dass sie das gemacht haben. Genau, aber war trotzdem low budget und auch ein studentisches Projekt in dem Sinne. Also genau, Leute wurden schlecht oder gar nicht bezahlt. Der Klassiker, genau. Behandelt, schlecht behandelt. Nicht durchgemacht. Ja. Also bei Was mit Film gibt es mehr Essen als, als bei uns. Ja. Apropos, dann kannst du ja direkt den Übergang machen. Du hast vegetarische Frikadellen mitgebracht. Und ich habe im Vorfeld nur mitbekommen, es gibt eine Szene, in der vegetarische Frikadellen vorkommen. Das, kannst du das erklären, ohne dass es spoilert? Oder haben die wirklich eine wichtige inhaltliche Relevanz, diese vegetarischen Frikadellen? Ah, ein bisschen schon. Also was? Vielleicht kann man so viel sagen. Sind die vergiftet? Und dann ist die Serie vorbei, weil alle tot sind. Auch nicht schlecht. Zum Mid-Season-Finale alle gestorben. Ja, genau. unser Hauptcharakter Lennart ist so ein bisschen awkward. Er kann nicht so richtig connect mit anderen Lennart, Leuten. Bist du? Hat das, genau, das bin ich in dem Fall. Hat keine Freunde gefunden an der Uni und findet dann irgendwann raus, dass es eine Gruppe an internationalen Studierenden gibt, die
gerne auf der Suche nach Freunde sind, auch Deutsche kennenlernen wollen. Und er sieht sich dann berufen, diesen internationalen Studis die deutsche Kultur näher zu bringen und bringt deswegen zum Sprachcafé Frikadellen mit kleinen Deutschlandfähnchen drin. Wir haben es jetzt leider nicht mehr, die Deutschlandfähnchen besorgen keine, können. Keine WM leider mehr. Keine WM, die WM-Zeit ist vorbei. Und wir haben auch schon vorher darüber gesprochen, wie gut diese Frikadellen riechen. Es sind vegetarisch, oder? Vegan sogar. Vegane Variante ist. Also schlag zu. Ja, danke. Schlag zu. Du bist der Erste seit langem, der dieses Gadget wieder benutzt, das hier seit ihr keiner steht. Was auch ein bisschen daran liegt, dass keiner so richtig weiß, wofür die einzelnen Gadgets eigentlich da sind. Lediglich der Spoiler-Alert hat eine Bedeutung. Ansonsten wird alles so verwendet, wie gerade Bock ist. Siehst du? Was hat das jetzt für einen Sinn gehabt? Nein, aber du hast gerade schon gesagt, du bist Lennart. Ich habe mir den Trailer zumindest im Vorfeld schon anschauen können und werde mir die Tage auch die Folgen geben, weil ich sagen muss, dass die Serie schon, oder dass der Trailer schon sehr großen Bock auf die Serie macht. Muss ich an dieser Stelle einmal kurz sagen. Danke, das freut uns. Ihr sagt, es ist ja eine Mockumentary. Und Mockumentary bedeutet ja immer auch so ein bisschen... Es ist eine vorgegaukelte Doku ja quasi. Das ist ja so die Bezeichnung. Und jetzt denkt man da an Stromberg. Ich kann an dieser Stelle noch nicht sagen, ob ich diesen Vergleich irgendwann bereuen werde. Aber jetzt denkt man ja automatisch an Stromberg. Da ist es ja gerechtfertigt, dass eine Doku über Bernd Stromberg gedreht wird. Und wir kriegen quasi durch die Perspektive der Dokumentarfilmer eben das Leben da in dem Büro mit. Aus welcher Perspektive wird eure Mockumentary erzählt? Ja, aus der Perspektive eigentlich von Lennart. Und Lennart ist bei uns, wie gesagt, kommt ganz frisch an eine Kunsthochschule in Weimar, um Medienkunst zu studieren. Und wird quasi von einem Dokumentarfilm auch verfolgt. Und die zeigen eigentlich so ein bisschen den Alltag. Was ist das überhaupt, was Leute da studieren bei irgendwas mit Medien? So heißt übrigens auch die Serie. Ich weiß nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe. Warum verfolgen die dich? Ausgerechnet, also deine Figur meine ich? Lustigerweise wird genau diese Frage auch in der Serie gestellt und von Lennart nur beantwortet mit... Ja, die werden sich schon was dabei gedacht haben, denke ich mal, ne? Denke ich mal. Würde ich auch sagen, genau. Also ich glaube auch vor allem, weil das Kamerateam Bock hat, ihn so ein bisschen scheitern zu sehen einfach. Lennart ist so eine super kamerageile Person, die auch ständig die Blicke auf sich ziehen will. Steht vielleicht auch stellvertretend so ein bisschen einfach für viele junge Leute, die irgendwie fertig sind mit der Schule und überlegen, okay, was mache ich jetzt, studiere ich jetzt, mache ich eine Ausbildung, oh Gott, ich muss von zu Hause ausziehen, ich muss zum ersten Mal Wäsche selbst waschen, wie geht das alles, keine Ahnung. Dahingehend so ein Generationenporträt quasi vom Kamerateam, das Lennart dann begleitet. Ist deine Figur nicht sogar die, die irgendwie sagt, ey, bist du nicht auch früher der immer was mit Medien gemacht haben? Und dann sagst du so komplett trocken, ja, das sagen sie alle, das habe ich heute schon tausendmal gehört oder irgendwie so. Das war auch, fand ich auch sehr schön. Ihr habt ja nun beide, ihr erzählt ja jetzt quasi beide aus dem Bereich, in dem ihr tatsächlich studiert habt. Da drängt sich die Frage ja sicherlich auf, wie viel von euren eigenen Erfahrungen auch in der Serie steckt. Aber ich will das mal ein bisschen ausweiten. Inwiefern bildet denn irgendwas mit Medien auch wirklich die Medienwelt ab und vor allen Dingen, welche Bereiche genau? Also wo ist da die Grenze und wo ist es dann halt auch eher ins Satirische und ins Überspitzte? Also wie würdet ihr das da, beschreibt das doch mal. Ja, also ich glaube, es ist auch so ein bisschen dieses Akademische irgendwas mit Medien. Also kann man Kunst oder Medienkunst studieren und dann... Glaube ich, hoffentlich ist das Lustige auch aus unserer Sicht so ein bisschen, wie es dann doch relativ banal alles ist und irgendwie alles sehr selbstorganisatorisch so als Student. Und man muss irgendwie, weiß auch selber nicht so richtig, was man macht, was das für Projekte sind. Es gibt ganz komische Wischiwaschi-Kurse, wo man überhaupt nicht versteht, was man da soll. Es gibt aber auch sehr konkrete Kurse. Es geht um Praxis gegen Theorie, also alles so Sachen, die irgendwie damit zusammenhängen, wie man anfängt, wenn man ja irgendwas mit Medien machen will, kann man wirklich sagen. Und ja, Lennart, die Figur, war natürlich an der Schule irgendwie die Person, die mal gefragt wurde, wenn irgendein Film geschnitten werden sollte oder so oder irgendwas designt werden sollte. Aber da an der Uni sind halt jetzt alle, die das waren. Und meistens sind die noch viel krasser als man selber. Und mit denen musst du jetzt dich irgendwie arrangieren. Also habt ihr quasi euer Wissen aus eurem Studium genommen und geballt in die Serie gepackt und dann da das Witzige quasi rausgezogen und nicht
gerade die langweiligen Sachen. Das ist der Versuch auf jeden Fall gewesen. Und wir haben ja beide auch sehr lange studiert, also hatten viel Zeit, um Anekdoten zusammen genau, für diese Serie. Wir haben auch nur deswegen so lange studiert, damit wir noch mehr Material haben. Und es ist natürlich so eine Sammlung auch von, also was Freunden, Kommilitonen und so passiert ist. Also es ist jetzt nicht alles uns passiert oder so, das wäre falsch. Habt ihr euch denn die Rollen quasi selber geschrieben oder habt ihr mal ganz böse formuliert niemanden gefunden, der eure Anforderungen erfüllt hat? Nee, es war eigentlich schon eher andersherum, dass wir gedacht haben, eigentlich würden wir gerne mal ausprobieren, ob wir schauspielen können. Und wir lieben dieses Mockumentary-typische Schauspiel, dieses irgendwie so ein bisschen rumgenuscheln, so ein bisschen wie, ja, eben wie bei Stromberg, wie bei The Office irgendwie, genau diesen Spot zu treffen, wo man sagt, ist das jetzt eine echte Person oder ist das jetzt gerade gespielt? Und haben uns dann diese Figuren so ein bisschen auf den Leib geschnitten, wie wir dachten, das können wir, glaube ich, so irgendwie ganz gut darstellen. Haben dann so ein bisschen rumprobiert, uns gegenseitig gecastet, zwar noch nicht ganz sicher, wer es wäre am Anfang, und irgendwann uns jetzt so eingeruckelt und gefunden und ja, sehr viel Spaß dabei auf jeden Fall gehabt. Fall, genau. Und ob es überzeugt, das müssen dann die Zuschauenden sagen. Wie lange habt ihr gedreht insgesamt? 22 Tage. Mit oder ohne Quarantänezeit vor? Ich habe das über Mirko mitbekommen, dass ihr so lange in Quarantäne musstet. Naja, irgendwie, das ging irgendwie. Also der ganze Dreh war leider extrem unter Quarantänebedingungen. Natürlich irgendwie fand der statt. Das war ein bisschen anstrengend, auch so mit Teilung vom Team und so. Aber ich glaube, 2 Wochen waren wir davor oder 10 Tage mussten wir davor in Quarantäne. Mit wir noch so einer Ferienwohnung zusammen, davor ja, war aber ganz okay, ne? War ganz nett. Ja, wir auf engstem Raum vor dem Dreh nochmal genau. Eingeschlossen, viele Spaziergänge. Genau. Wenn man sich jetzt so den ersten Trailer ansieht, ich habe da jetzt tatsächlich, glaube ich, kein bekanntes Gesicht aus dem deutschen Fernsehen oder so entdeckt. Da ist mir irgendjemand durchgerutscht. Dominik Horwitz ist vielleicht noch so. Sagt unser mir vom Namen auf jeden Fall was. Wäre aber auch jemand, den ich jetzt nicht erkennen würde als Person. Nee, genau, wir sind eigentlich eine sehr kleine Truppe. Also wir haben super viele auch lokale Leute, wirklich aus so der Region Mitteldeutschland, die ja auch einfach nicht so krass im Film- und TV-Bereich im Verhältnis zu den anderen Bundesländern irgendwie vertreten ist. Aber da haben wir sehr viele Leute und nee, sonst haben wir mehr so kleine, aber wahnsinnig tolle Schauspielende. Wir haben zum Beispiel auch ein Gesicht, der spielt einen Dozent. Der Valentin Lubberger, den kennt man, wenn man drauf, sobald man drauf achtet, sieht man ihn wirklich in jeder Werbung. Das ist ganz ein toller Schauspieler, aber ja. Und sonst muss man auch sagen, ja, auch viele Laiendarstellende. Ja. Und also gerade bei diesem Mockumentary-Genre ist es, glaube ich, auch total gut und dankbar. Genau. Also natürlich Theaterschauspielende können das auch genauso gut, aber auch Laienschauspielende bringen da total viel Authentizität mit, weil man vielleicht noch nicht so irgendwie theaterverschult ist oder so und einfach mal so hernuschelt, wie man gerade so spricht. Ja. Es darf halt nur nicht in Familien im Brennpunkt. Genau, es darf nicht in Reality-TV irgendwie kippen, aber das hoffen wir, ist uns gerade gelungen. Wie habt ihr denn das Konzept überhaupt, also habt ihr bei der UFA angefangen und war das dann direkt der erste Treffer oder habt ihr die Serie mehreren oder euer Konzept mehreren Produktionsfirmen vorgestellt und vor allen Dingen wie? Ich frage auch aus eigenem Anlass. Na, da hat uns, also wir hatten diesen Piloten gedreht und sind damit dann so ein bisschen auf Suche gegangen, was aber auch wirklich genauso schwierig ist, wie man denkt. Irgendwie, man weiß irgendwie nicht, wo man anfangen soll. Ne? Wir haben in Mitteldeutschland so mit kleineren Produktionsfirmen irgendwie ein bisschen gesprochen, aber auch ohne größeren Erfolg. Und dann haben wir bei Formate aus Thüringen, das war ein Förderprogramm für Serienformate aus Thüringen, teilgenommen. Und da sind wir so eine Runde weitergekommen und waren dann quasi mit, glaube ich, noch 4 anderen Projekten oder so in so einer Endauswahl. Und da gab es so ein Mentorenteam, was einen so ein Jahr gecoacht hat. Das bestand dann aus einem Dramaturgen bei uns und einer Produzentin. Und diese Produzentin wiederum hat danach gesagt, sie findet das Projekt eigentlich so super, dass sie es gern, und sie ist von der UFA, Helga Löbel, dass sie das dann sozusagen in die UFA geholt hat. Ach cool. So, und das war unser großes Glück, muss man wirklich sagen. Wollte ich gerade sagen, manchmal kommen halt Glück und Können und überhaupt alles irgendwie zusammen. Wie viel Budget hattet ihr insgesamt zur Verfügung für, vor allem, das könnt ihr auch mal sagen, für wie viele Folgen? Wir können sagen, für wie viele Folgen, aber wir dürfen das Budget leider nicht verraten. Aber es sind 8 Folgen, genau, 25 Minuten. Und sagt wahrscheinlich jeder, aber in der Branche sagt man eher nicht so viel, glaube ich. Habt ihr vielleicht irgendwie einen Vergleichswert? Also mit, oder habt ihr gar keine Ahnung in der Hinsicht? Wie gesagt, es ist nicht so viel. Okay. Also es ist eher im unteren Bereich für so eine Serie mit, es ist natürlich eine Mockumentary, die wie eine Doku aussieht, aber es ist ja keine Doku. Nee, klar. Dementsprechend hat man natürlich da schon auch Licht und was weiß ich. So. Ihr hattet wahrscheinlich auch Make-up,
würde ich sagen, oder? Denn Mirko sieht halt einfach 5 bis 10 Jahre jünger aus. Du siehst halt wirklich so komplett, also, dass du noch drehen durftest um so eine späte Uhrzeit und nicht ins Bett musstest. Das ist faszinierend. Ja, aber das ist, weil ich mir meinen Bart abrasiert habe für diesen Dreh. Genau, das war natürlich so ein bisschen die Sorge, dass Mirko, also wir hatten auch Zeitdruck einfach, dieses Projekt endlich umzusetzen, weil es auch die Pilotvariante von 2019 ist natürlich auch nochmal, man sieht es halt ein bisschen älter werden, aber Gott sei Dank sieht Mirko ja immer noch wie 19 aus. Und wird noch nach dem Ausweis gefragt. Und wo wir gerade bei den einzelnen Gremien waren, Musik spielt ja auch eine Rolle ich versuche gerade eine ganz fiese Überleitung, im Film- und Fernsehbereich. Und deshalb durftest du als unser Gast heute den Soundtrack der Woche mitbringen. Genau. Ja, ich habe den Original Score von Déjà-vu mitgebracht, weil ich den neulich im Fernsehen mal wieder gesehen habe. Und also der Soundtrack ist echt cool. Ich habe mir den danach bei Spotify direkt mal runtergeladen und jetzt bin ich ein paar Mal U-Bahn gefahren und dachte, ich muss gleich alle retten. So, also das ist cool. Also es ist so ein bisschen, ich glaube von 2006 ist der Film, bin mir jetzt gerade nicht sicher oder so. Aber das sind so Klaus Badelt-mäßig. Ich weiß gar nicht, wer den gemacht hat. Mal so leicht kann man sich das machen, Mirko, einen Soundtrack auszusuchen, wenn man nicht immer noch eine Verbindung zum aktuellen Folgenthema sucht. Das kann man auch nur einmal machen. Ja, genau. Auf jeden Fall. Gibt es Pläne für eine Fortsetzung? Also für eine zweite Staffel? Von unserer Seite auf jeden Fall. Aber natürlich ist so ein bisschen die Frage, wie es ankommt. Deswegen, wir brauchen hier einen Klick. Aber gibt es schon, ich habe früher mal im fernsehjournalistischen Bereich gearbeitet und kenne das daher auch ja auch durch Kino mit Embargo und so weiter. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, gibt es schon Besprechung oder habt ihr noch eine Sperrfrist irgendwie auf Reviews? Oder? Also ab heute gibt es sie quasi auf jeden Fall. Ja. Okay, also wir haben jetzt noch keine Lesen. Okay, also zum Zeitpunkt des Drehs wisst ihr noch nicht, wie sie da draußen ankommt. Du meinst das, wo es rauskommt. Zeitpunkt der Ausstrahlung. Genau. Wir sind sehr gespannt. Und, dann überlasse ich euch jetzt und dir dann auch die Abmoderation, lieber Mirko, weil ich mache ja die ganze Zeit alles alleine. Dann überlasse ich euch nämlich quasi die letzten Worte, was ihr noch über die Serie sagen wollt. Und dann darf Mirko entscheiden, wann er diese Folge beendet. Meinst du, ich mache jetzt noch eine Dreiviertelstunde einfach? Ja, ich gebe euch die Erlaubnis. Ich gehe dann irgendwann, aber ihr dürft so lange noch reden, wie ihr wollt. Ja, machen wir. Gibt's, noch etwas, das wir vergessen haben, das ganz dringend zu erwähnen ist? Ich glaube, es ist auf jeden Fall so, dass auch wenn ihr mit irgendwas, mit Medien nichts am Hut habt, also wenn ihr nicht Medienkunst studiert habt, ist das überhaupt nicht schlimm, denn es geht gar nicht so spezifisch um dieses Medienstudium, sondern eben um diese ganzen Fragen, die sich irgendwie in dieser Lebenssituation stellen, also gerade aus der Schule raus und jetzt irgendwie, was fange ich mit meinem Leben an? Etwas, womit ja wahrscheinlich jeder irgendwie relaten kann, weil er gerade da drin steckt oder gerade da rausgekommen ist oder gerade kurz davor steht. Und genau. Ja. Deswegen, guckt es euch an. Wie gesagt, man muss auch sagen, es ist unser Debütprojekt quasi. Wir haben da super viel Arbeit natürlich irgendwie reingesteckt und das hat super viel Spaß gemacht und wir hoffen natürlich, dass das sich irgendwie überträgt und ihr auch Bock habt, das zu sehen. Wie gesagt, ab heute in der ARD-Mediathek und ja, wir freuen euch. Vielleicht wir freuen uns auf Kommentare. Letztes Tagword, so, es ist super interessant, dass bei Mockumentaries so die Wahrnehmung, was so Fremdscham angeht, so komplett unterschiedlich sind bei vielen Menschen. Mhm. Wo wir jetzt die Serie nochmal angeguckt haben, nach 100-maligem Umschneiden und dann irgendwann gedacht haben, ist das alles wirklich so cringig? Und es dann auch mit anderen Leuten geguckt haben, die entweder nichts gespürt haben oder gesagt haben, oh mein Gott, ich kann das alles überhaupt nicht ertragen. Also auch da ist es für uns super interessant, wie das jetzt ankommen wird, ob Leute flächendeckend sagen werden, oder ob das super zähneknirschig ist. Wir sind super gespannt. Ja. Ihr habt ja das Glück, dass Comedy so ziemlich das subjektivste Genre überhaupt ist. Ansonsten könnt ihr euch immer damit rausreden mit, ist halt nicht euer Humor, aber unser schon. Genau. Am Ende sind nur wir die Zielgruppe. Vielleicht eine sehr schmale Zielgruppe. Genau, finde ich gut. Okay, dann wie awkward, was kann ich euch fragen? Habt ihr irgendwas mit Medien schon gesehen? Schreibt es in die Kommentare. Ihr müsst nicht, aber wenn ihr könnt es auch anklicken und einfach die Nacht über laufen lassen. Das ist, genau, das könnt ihr auch machen, aber genau, ich jetzt gar nicht aus Eigeninteresse, aber weil es ja Mirko ist, also ihr müsst das unbedingt sehen. Okay, bevor das hier noch fremdschämiger wird, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr wollt.
Drückt den Abo-Knopf, den Glockenknopf und unterstützt uns finanziell, falls ihr wollt und könnt. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.